Hallöchen, da bin ich wieder. Und Dankeschön übrigens für den Follow, sehe ich jetzt erst. Vielen, vielen lieben Dank. So, dann machen wir mal weiter. Bibi, Dankeschön. Danke, danke. So, 2 von 4 haben wir. Fehlen noch 2. Was erwartet uns hier? Irgendwas wieder mit Luft. Oh. Warte, konnte man das nicht hochheben? Nee, ne? Schade, ich kann die auch nicht festhängen. Aber ich kann es machen, dass die auf den drauf spawnt, oder? Nee, spawnen die gar nicht. Oh, da oben ist noch so ein. Ah. Also so wäre die drauf, aber die muss ja vorher, glaube ich, auch drauf. Kann ich die von hier aus wieder ein Stück noch da schieben? Damit die durchkommt? Die andere? Die drauf stehen bleibt. Und die hier schiebe ich jetzt wieder zurück. Ja! Sehr schön. Das war ja nicht ganz so schwer, zumindest. Aber es wird wahrscheinlich erst noch schwer. Eben war der Anfang auch nicht so schwer. Du wirst nicht mehr erleben, wie ich ein perfektes Paradies erschaffe. Das sagen sie alle. Die gehen kaputt. Hier muss eine leichte und eine schwere drauf. Oh, und da ist die Truhe. Bin immer noch verwirrt, dass wir halt, weil wir bekommen ja Stuff zum Aufwerten. Ne, also diese Ressourcen brauchen wir ja eigentlich, um unsere Fähigkeiten so aufzuwerten. Und das verwirrt mich halt ein bisschen, dass wir da halt noch so Sachen für bekommen. Gerade weil es ja eigentlich hieß, dass hier zu Ende Gelände ist. Nee, da muss auch noch eine leichte hin. Ja, guck mal hier, die ist durchgekommen. Die eine. Ja. Das war gar nicht mal so verkehrt, was ich da gemacht habe. Wenn ich das jetzt hier noch mal ein Stück nach da schiebe. Boah, hier muss ich jetzt meine grauen Gehirnzellen wieder anstrengen.
Ah nee, ich glaube, ich muss meine Kiste hier hinpacken. Nee, warte mal. Nee, warte mal, das funktioniert nicht. Kann ich dich einfach schieben? Kann ich aber auch nicht schieben. Warte, wie lang pustet der Wind? Kommst du nach vorne? Ah, tut sie. Und die beiden kuscheln ja auch schon miteinander. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Warte. Komm, geh da durch. Ja, okay, jetzt habe ich die da eingepackt. Ich hoffe, das passt. Nur die muss halt jetzt auch noch mal hier vorne hin. Hat sich da was? Ah! Boah! Holy Schmoli, okay. Das hat aber geklappt. Achso, nee, mein Leben ist voll. Okay. Dann sind wir hier, das leuchtet. Dann müssen wir theoretisch rüber, aber vorher müssen wir kämpfen. Hui, und ohne Fail. Naja, also ein paar Kisten sind ja kaputt gegangen, aber... Es ging. Es ging. Ich bin doch schneller drauf gekommen, als ich gedacht habe. Au, au, au. Kaputt. Wie der immer seinen Kollegen so anguckt, so von wegen so, hast du mir gerade in den Rücken geschossen? Was soll das? Warum machst du das? Jetzt geht's noch hier lang. Hephaistos würde sich lieber die Haare färben, als dir zu helfen. Hey, der würde mir helfen, da bin ich mir sicher. Bin mir sicher, der würde mir helfen.
Ich glaube, ich muss hier mitfahren. Nein! Vielleicht muss ich ein Stück höher fahren. Aber ich glaube, der Ansatz war nicht falsch. Der Wind ist noch so richtig. Hallöchen, Theon. Oh nein. Kriege ich meine Kiste wieder? Komm nicht automatisch wieder, muss ich wieder drücken. Ja, oder ich Damage booste einfach, das ist ja auch okay. Weil springen ist hier echt keine gute Idee. Aui, aui, aua. Ich sage, Damage boosten. Ist einfacher. Dann essen wir ein bisschen was. Ich will die Tränke noch nicht ausgeben. So. Kuschen. Damage gebutscht. Und dann passt das schon. Ein Taxi! Ja. Genau das. Du hättest die größte Heldin aller Zeiten werden können. So bist du nur ein Fehler. Das hat meine Mama auch immer zu mir gesagt. Oh nee. Halt, stopp! Falsche Richtung! Taxi! Boah, das schaffe ich mit Damage Boosten da, glaube ich, aber nicht durch. Typhon, halt den Sappel. Ja, der zielt immer einen Kram, ey. Oh Gott, jetzt drehe ich mich ja auch noch. Da war was zum Schießen. Da konnte man drauf schießen. Ich habe es leider zu spät gesehen. Das habe ich erst beim Durchschweben quasi gesehen. Oh, aber das geht auf Zeit. Okay, okay. Nicht schnell genug. Komm, ich krieg das trotzdem noch hin. Das war lucky. Na, oppala. Nur, achso, ich wollte gerade fragen, wie komme ich denn hier durch, aber warum ist ja wieder so ein Ding? Ja, upsi. Muss ich da jetzt runter? Ich glaube. Weil der muss da auch runter. Hilfe? Nun, ich glaube, das war zwar nicht so gedacht, aber es hat ja funktioniert. Alternative Wege, Leute.
bin die Meisterin der alternativen Wege. Ja, noch haben die mich nicht mitbekommen, ne? Sneaky. Sneaky, sneaky. Hier, die nerven. Der Vogel hat ihn nicht eingefroren. So, der ist jetzt auch weg. Was, einen Dussel hat die Frau? Wieso habe ich Fussel? Ich dachte immer, jeder Dussel hat einen Fussel. Aber da tausche ich ja nicht hin. Das hat ja alles ganz gut funktioniert. Haben wir das jetzt hier durch? Haben wir es geschafft? Bin mir so unsicher. Nachher hat er noch eine dritte Phase. Dann kommt noch was. Wir kämpfen bestimmt noch mal gegen ihn. Der zerfällt ja jetzt nicht einfach nur in Staub, nur weil wir sein Gewölbe jetzt hier gemeistert haben. Nein! Ach komm schon! Ey! Da war Wind! Welcher blöde Ventilator war das? Ich weiß nicht, wo der Ventilator lang weht. Ist das der da hinten? Hier sind ja überall welche. Das ist halt das Problem. War geplant. Der Freche, ja, anscheinend. Bist du das? Ah, das hat ja toll ist. Warte. Ich glaube, das ist der Einzige, der hier lang weht. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Mach sie fertig. Versuch's. Hey, also komm. Ist das der? Ja. Man hat da hinten sind halt auch noch welche. Nachher behindert der mich jetzt noch mehr als der als in die andere Richtung. Man kann da nicht so gut gegensteuern. Wahrscheinlich wäre es egal gewesen, in welche Richtung. In irgendeine Richtung behindert mich dieser blöde Ventilator sowieso. Diese Luftböe. So.
Kann hier nochmal ein Speicherpunkt kommen? Ach, Mann. Oh, Schmu. Oh, das geht ins Auge. Ich sehe das doch schon. Warte, da komme ich gar nicht ran. Klick mich an, ich bin ein neuer, flauschiger Speicherpunkt. Ja, so ein extra Speicherpunkt, der wäre schon ganz cool. Mach die Augen so ganz nicht ins Auge gehen. Ja, ich habe ja sogar schon eine Brille auf. Da kann sowieso eigentlich nicht so viel ins Auge gehen. Das stimmt schon. Aber da... Ich weiß ja gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Jetzt bin ich wieder hier. Aber so weit hoch komme ich doch noch gar nicht. Oder nee, warte. Ich bin ja erst beim ersten. Bei dem zweiten. Aber bei dem da war ich. Also ich bin mir nicht sicher, ob das. Ist das machbar? Bestimmt. Weil sonst würden sie es nicht einbauen. Aber seht ihr, ich komme da nicht ganz ran. Ich glaube, das versuche ich jetzt hier noch fünfmal. Wenn nicht sogar noch mehr. Was kann ich ja gar nicht gut. Da kämpfe ich lieber. Da kriege ich lieber auf die Fresse, wenn ich kämpfe. Halt nur das hier. Kann ich... Warte mal. Kann ich damit von weiter hoch fliegen, wenn ich da hochgehe? Wirkt nicht danach. Aber ich habe mich noch mal gerettet. Ich will doch da nur hoch. Oh Gott sei Dank. Okay, die Ecke ist es. Die Ecke ist es. Und doch keine fünfmal. Ja, Mensch. Wobei, ich bin noch nicht am Ende angekommen, also... Könnte vielleicht doch noch fünfmal werden. Hier geht's noch weiter. Oh, das ist doch viel höher als die anderen. Das Spiel macht...
kann ich den da nochmal ändern? Oder kann ich vielleicht von der Seite? Also wieder von der Ecke. Vielleicht ist die Ecke einfach das. Was ist das eigentlich für ein Vogel die ganze Zeit? Cassie brüllt erst meinen Chat zusammen. Nein, ich weiß. Alles gut. Das ist Phosphor. Phosphor ist auf der Welt abgestürzt. Und der hilft mir jetzt einfach. Wir haben den quasi gerettet. Er ist wie ein Phönix. Der war eigentlich quasi tot und der ist dann wie der Phönix aus der Asche wieder emporgestiegen. Und Phoenix hat jetzt quasi einen Phönix. Ja, und der hilft mir jetzt. Okay, wir machen hier wieder Eckentrick. Hoffentlich. Komm, halt dich fest. Kann ich noch mal einen Speicherpunkt haben, bitte? Ich will nicht alles noch mal machen. Bitte. Bitte mach Ende. Kein Speicherpunkt, nein. Speicherpunkt. Bitte. Oh. Oh. Ich wusste, du würdest kommen, Helgen. Oh, so klein, so unschuldig, so allein. Oh, oh. Na toll. Und Hallöchen, Dr. Die Jäger. Hi. Ligyron! Phoenix, du könntest vielleicht recht gehabt haben. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Du willst deinen Vater und Halbbruder retten? Wie rührend. Und welch ein Fehler. Halt, was? Lange Geschichte. Deine Mutter hatte die schönsten... Halt den Mund, Thronräuber! Zeus, ey. Du bist als nächstes dran. Kind des Zeus und der Thetis. Hier hebe ich dein Grab aus. Du ahnungsloser Knirps hast deine Hallo. Kräfte nicht unter Kontrolle. Oh, jetzt macht er wieder den hier. Wow. Oh ja, jetzt ziehe ich den vielleicht ein bisschen weniger ab als vorher. Oh, ich ziehe den ein bisschen viel weniger ab. Hallo? Kann ich meine Tränke bitte benutzen mal? Danke. Irgendwie wollten meine Tasten gerade nicht. Burp, do your thing. Oh, was ist jetzt los? Nein! Phosphor! Mein Vogel! Muss hart gewesen sein, immer im Schatten deines Bruders zu stehen. Bitte nicht! Du hast dir sicher gewünscht, du wärst ein Einzelkind. Tja, heute ist dein Glückstag. Wie sagte dein Bruder noch? Raus mit dem Alten! Dumm? Prost!
Den habe ich mir extra aufbewahrt. Aber ich glaube, ich gebe das Trinken auf. Zeus! Nächstes Mal solltest du in mehr Zellen investieren. Sieh an! Der Feigling hat dich zurückgelassen. Was für eine Enttäuschung er als Vater doch ist. Hey, das ist der Versagervater, von dem du redest, Arschloch. Die anderen! Ihr geht gemeinsam unter. Die helfen mir. Siehst, geilo Schmeilo. Siehst du mich nicht? Speziallieferung. Bitte einmal unterschreiben. Oh. Ups. Zurück an den Absender. Ja, haut ihn einen rein. Let's go. Nein, links, rechts. Oh, verdammt. Hey, hey, hey. Ich hab grad Popcorn geholt. Der hat aber meinen Vogel kaputt gemacht, der Arsch. Aber mein Vogel war doch zum Einfrieren da. Können die mal noch mal ein bisschen mehr helfen? Hey, Typhon! Bitte lächeln! Ja, Hephaistos! Links, rechts, Hammer drauf! Bam! Oh, das gibt Kopfschmerzen. Oh, das gibt Kopfschmerzen. Hey! Du hättest die größte Heldin aller Zeiten werden können! So, bist du nur ein Fehler. Ja, das hast du aber vorhin schon mal erzählt. Oh Gott, der holt jetzt einfach seine Kollegen hier raus. Let's go, Aphrodite! Möge die Macht der Liebe dich wahnsinnig machen. Hey, Jinx, das mit den Kopfschmerzen habe ich auch gesagt. Ihr ist auch immer wirklich so, oder? Komm, die Hälfte haben wir schon. Dieser Planet ist euch doch egal. Gottes Willen. Schön mit dem Blitzen. Oh Gott, wo bist du hin? Oh. Jetzt holt er seinen Lakaien hier wieder raus. Typhon, komm her, du. Ich vermisse meinen Vogel. Was, wieso kämpft Ellie gegen Diablo? Nee, das ist nicht Diablo, das ist Typhon. Das ist der Bösewicht aus der... dieser Geschichte hier. Aber True, Diablo und er haben Ähnlichkeiten miteinander. Und
Straße wird sich an deinen Namen erinnern. Los, los, komm runter wieder. Ich will dir auf die Nase hauen. Der hat mich angekotzt. Let's go, Athene! Du musst sterben! Berufung ausgeschlossen! Fluten! Überbevölkerung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Lösungen für alles! Ja, du willst einfach nur alle ausrotten! Das ist keine Lösung! Dass er hier auch noch seine komischen Hans-Würze hier mit reinholt, ey. Oh, ich liebe dieses Einfrieren, ne? Licht aus! Ares, let's go! Ah, das sieht ja krass aus. Mit dem Rot. Wie kann Ignoranz über Perfektion? Wir haben's gleich. Fehlt eigentlich noch Zeus, oder? Ich glaube, Zeus ist der Letzte, der fehlt. Ich frage mich gerade, ne, wenn ich den Bogen nicht hochgelevelt hätte, ich wäre so... Boah, ich wäre verloren bei dem. Zeus! Daddy! Ich bin vielleicht nicht perfekt. Aber ich habe meine Fehler erkannt. Und das... ist Schritt 2! Oh. Ja! Ich hätte die Welt zu einem besseren Ort gemacht! Ja, also. Du bist eigentlich fast tot, ne? Uff! Bye bye! Das kannst du nicht tun! Nur mit mir bringst du Ordnung! In das Chaos. Er hat nicht Unrecht. Das sehe ich anders. Wir werden ganz sicher Fehler machen. Aber wir brauchen das Chaos, um daran zu wachsen. Lassen wir ihn leben. In Gefangenschaft. Das Gift. Ich bin zu schwach. Es frisst mich von innen auf. Was sagt dir dein Herr? Es sagt, wir lassen ihn leben. Tja. Verschwinden wir, bevor sich das Gewölbe schließt. Mögest du hell unter den Sternen leuchten, Phosphor. Hallo, Vögelchen. Daedalos Flügel sind hinüber. Typhons Flammen haben sie verbrannt. Ich repariere sie. Ich habe eine bessere Idee. Nichts gegen deine erstklassigen künstlerischen Fähigkeiten, Hephaistos. War das...
Versucht er nett zu sein? Das ist verstörend. Bisschen. Auf die Knie. Für Tapferkeit auf dem Schlachtfeld und Menschlichkeit abseits davon. Langweilig. Hermes, kannst du dich kurz konzentrieren? Entspann dich, Athena. Oh, ich spann dich gleich. Und zwar auf eine Streitbank. Du hast mir gezeigt, dass ich ein besserer Vater für euch alle sein kann. Ach, ich hätte nichts gegen ein paar Leibesübungen. Komm doch her, Ares. Für dich strecke ich mich gern. Bin ich unsichtbar? Du bist ein furchtbarer Gefährte, Hephaistos. Das reicht. Ich hab genug. Ich reich die Scheidung ein. Seid ruhig allesamt. Wie soll ich mich entschuldigen, wenn ich euch alle am liebsten vom Olymp schmeißen würde? Nochmal? Willkommen in der Familie, Phoenix. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Oh. Oh, wow. Sie sind wunderschön. Phosphor! Phosphor! Ich dachte, du wärst tot. War er auch. Von nun an kehrt er ins Leben zurück, wenn er stirbt. Ich Jetzt ist er wirklich ein Phönix. Zu deinen Ehren. Ein majestätischer Vogel, der mit Sonnenfeuer brennt und niemals aufgibt. Der Phönix! Ja! Ich bin sprachlos. Das habe ich nicht verdient. Doch, hast du, Schwester. Nimm es an. Gut. Werde ich. Oh, und ein letztes Geschenk noch. Wartet! Da fehlt jemand. Wo ist Legiron? Hey, und wo ist Phoenix? Die winselt sich ja irgendwo um Hilfe. Wenn sie nicht schon längst tot ist, meine ich. Oh, Götter! Sicher, dass das die richtige Entscheidung war? Oh! Oh ja, ganz sicher. Komm, mein Kind. Ich möchte dir noch viel zeigen. Warte! Du kannst mir nicht einfach Flügel geben und einen Phönix, alle zurückverwandeln und erwarten, dass ich vergesse, was du mir angetan hast. Und deinen Kindern, Aphrodite, eigentlich allen. Ach nein? Hey, das war nur ein Spaß. Ich trinke nicht mehr. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Ich werde sogar Erziehungsratgeber lesen. Zum Hades nochmal. Schön. Ich gebe dem Götterding eine Chance. Aber ich habe ein Auge auf dich. Paps. Ich liebe dich auch, Phoenix. Hallo? Kann mich jemand hören? Ach ja, da war ja noch vorher. Phoenix! Irgendwer? Ja, nun. Hey! Kann mir jemand helfen? Irgendjemand? Oh oh. Ja. Du da! Nein, nicht Legiron! Hilf mir! Ich? Ich hab den Schlüssel. Oh, den Göttern sei Dank! Befrei mich! Schon, aber. Zeus sagt, ich muss dir erst eine Geschichte erzählen. Was? Was für eine Geschichte? Möge dies die Geschichte von Phoenix, meine Wiedergutmachung sein. Sie beginnt auf See. Nein! Das ist ja schlimmer als der Adler! Sei verflucht, Zeus! Ja, nun. Hoppala. Der Ärmste. So, herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade den Hauptmythos von Immortal Phoenix abgeschlossen. Du kannst ein Abenteuer jetzt mit dem Inhalten des Season Pass oder den Optionen Neues Spiel Plus fortsetzen. Du kannst auch deinen Typhon-Spielstand von vor dem Sieg über Typhon laden, um weitere Fortschritte auf der Goldinsel zu machen.
Ja, wir sind erstmal durch, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen habe. Muss ich mal nachgucken. Vielleicht war es noch nicht ganz mit Phoenix, aber ich bin mir nicht sicher. Wobei da steht Season Pass kaufen und ich glaube, ich habe ihn nicht. Denn aber es gibt einen Season Pass mit sehr viel neuen Content auch. Muss ich mal schauen. Vielleicht lege ich den mir mal zu. Vielleicht habe ich ihn auch. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber das war erstmal Immortal Phoenix. Wir haben die Hauptstory durch. Das war ziemlich cool. New Game Plus. Nee, da sehe ich mich nicht ganz. Bei New Game Plus sehe ich mich nicht ganz. Das ging auch länger als erwartet und das Ende war ziemlich cool, muss ich sagen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, Hauptstory ist hiermit durch. Aber ich fand es sehr, sehr komisch, dass Zeus auf einmal so einsichtig war zum Schluss. Das war sehr, sehr, sehr komisch. Und dass wir plötzlich irgendwie auch ein Gott sind oder Halbgott oder whatever. Ich muss das, glaube ich, erstmal alles nochmal ein bisschen sacken lassen.